So, naja, gut. Dann widmen wir uns jetzt auf jeden Fall einem neuen, alten Legendenauftrag. Ich habe hier noch ein paar über. Dafür brauche ich Stufe 40, damit ich die nächste dann machen kann. Das ich noch lange nicht habe. Aber erstmal haben wir noch das hier. Und danach haben wir noch die Main-Quest auch nochmal. Die ich auch nochmal machen muss. Verfolgen. Let's go. Ich mache das alles irgendwie gerade in einer merkwürdigen Reihenfolge auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt schon von dem letzten Patch die Sachen da auf dem Berg so ein bisschen gemacht, so angefangen. Da ganz viel Krams gemacht. Und jetzt widme ich mich jetzt erst irgendwie so einer Aufgabe hier. Kannst du dich nicht näher ranporten? Da. Legendenquest hier immer mit irgendeinem besonderen Charakter. Und ich bin mir gerade nicht sicher, welcher dieser ist. Ich glaube... Ach, Mona. Ja, okay. Mona ist auch Leeway? Ich dachte, sie wäre aus Mondstadt. Finally. I almost fell asleep waiting. Cool. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Huh? Mhm. Are you some sort of door-to-door fortune teller? Sorry, but we're not really interested. Nicht? You're not from this world, are you? How do you know about that? How? Because I'm a master of true astrology. If you've no other questions, let's be off. Wer bist du überhaupt? Genau. Fine. I'll exercise a little patience and explain. I am astrologist Mona Magistus. But considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me Mona. I am on a mission from my master to retrieve a certain box from Mondstadt. Mm-hmm. It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago. But she isn't as spry as she used to be, so now it's up to me. Not sure what getting some box back has to do with us. Why do you need us to come along? Well, that's because I would also like to take on the guardian of the box. Mm-hmm. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. Mm-hmm. If I triumph here, then I will show myself to be superior to my master. Okay. Du willst also deine Stärke beweisen, ja? Und deine Brüste wackeln die ganze Zeit, das ist sehr verstörend irgendwie. Vor allem bei so kleinen, ja, das ist sehr merkwürdig. Und warum sollen wir da mitkommen? Schaffst du es aber alleine nicht? Well, I want to prove the power and status of astrology, to be precise. Now, from my predictions, I know that my master's friend has left Mondstadt. Leaving her successor as the current guardian of that box. Like me, that successor must also be one who has surpassed their teacher. I must not be careless. But I would prefer to assure my victory in this contest, and upon giving it some thought, you came to mind. Warum? Ich weiß gar nicht, wie Astrologie geht. How did she get involved in this anyway? The knowledge passed down to me from my master must be passed on in turn. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine, no? No. And you are Mondstadt's great hero, my equal in status, so... Ungefähr so wie... Ja, als ob, genau. Wieso bin ich jetzt plötzlich deine Schülerin? Solltest du nicht meine Schülerin sein? Come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act the part. There's something in it for you as well, should you come with me to get that box. Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, I should be able to read your fate more accurately. Then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matters as gods and kin. That does seem much faster than searching the land country by country. Diese Bedingungen klingen ganz gut, ja. A wise decision. That said, I would like to pay a certain place a visit before we go. There is a small inn here in Mount Tianhong that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money.
The owner has always been good to me, so I'd like to say a farewell before I set off. Ist ja nicht weit weg. Und wir haben extra einen Charakter mit den langen Beinen genommen. Denn ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber tatsächlich größere Charaktere laufen schneller. Und können höher springen und so. Ein bisschen. Also ich glaube, das schneller Laufen ist nicht wirklich, stimmt nicht wirklich. Aber die springen höher und alles. Was das Ganze schon schneller macht. Und Baidu ist einer der größten Charaktere mitunter, die man spielen kann. So auf jeden Fall unter den Top 5 oder sowas, ich weiß nicht. Gibt ja auch ganz viele kleine Chibi-Charaktere hier. Bandit ist auch nicht viel größer als die Damen hier, oder? Ein bisschen vielleicht. Bandit sieht ganz schön klein aus eigentlich, so vom Design her. Aber er ist nicht so viel kleiner als Baidu. Hey, Hasu. Well, it's no wonder that an inn set up here has no business. Mona, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while you made your way here? A jade ring? Can't say I have. Oh, that's not good. That ring was given to me by my mother, but while my back was turned, it was swallowed up by a slime. That should be no trouble with Mona here. She's really good at astrology. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and observe destiny itself. It's certainly not for such mundane affairs. But didn't you say that the owner here has been good to you? This is a matter of pride and one's state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all problems, they will be forsaken by the starry ether. Their divinations will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog of the unknown before them. Principles are principles. Such a powerful ability, and you don't use it to earn a living? What a shame. Well, I was going to put up 20,000 mora as compensation. Okay, wir finden's. If you were willing. 20,000? Du siehst so bleich aus. Oh, it's nothing. I was just thinking that the person who finds that ring must be lucky indeed to be able to earn 20,000 mora just like that. Du warst gerade dabei, von deinen Prinzipien zu sprechen. Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard. It must be a truly extraordinary ring to be worth spending this much mora to find. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Na gut. Oh, Paimon knows where this is going. Ja, wir müssen es finden. I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as your master. Jetzt bin ich wieder dran. Since it was swallowed up by a slime, maybe we can use elemental bait to lure all the nearby slimes to us. Ja. You remember the stuff we helped Master Diluc make? And Paimon actually kept a small amount. Ich hoffe, das war nicht als Zwischenmahlzeit gedacht. Don't sweat the small stuff. Seems like you already have a plan. Yep, we'll be back in a jiffy. Bei Paimon dreht sich alles um das Essen. It's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best prepare ourselves. Aha. Ja. Slimes. Wow, zwei Slimes. Get out of here! Mach guten Schaden. Komm her hier. Ja, komm. Wow, er geht ja sogar ein Stück ran. Cool.
adventure time. Hi. Warte, machen wir den hier. Und dann den. Au. Jetzt aber. Reicht's ja. Okay. Ja. Jawohl. Und den Ring gefunden. Den Felitenring. Das klingt nach was sehr Besonderem, ehrlich gesagt. It's so pretty. Paimon, sure it's worth a ton of... Mora? Paimon wasn't having any bad thoughts. Let's bring the ring back to Mr. Zhu. Mein Blueskin wird immer unzuverlässiger, verdammt. Ach, ja. Eine halbe Stunde muss ich hier irgendwie was einfallen lassen. That's it. That's the one. Ah, I thought it was lost forever. Yep. You actually found it. Not bad. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit better. You might not be so fortunate next time. You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? What? No, let me explain. My family owns 3 jade mines, and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, my mother had many jade accessories made as heirlooms. I think there might be over 500 of them. Then why would you feel the need to set up an inn here? Well, inheriting the family business too early unavoidably made things boring. Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Please take it. Then I'll take it, gladly. Hm? Ey. Ich hab's Paimon, aber nicht so schnell. But we did all the work. Ja. A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Ich habe nie zugestimmt, wirklich deine Schülerin zu sein. Exactly. Well, you need to start practicing now. If my rival is as smart as I think they are, they will figure you out in a heartbeat. What was that rumbling sound? Oh, right. You mustn't have eaten in days. I'm very sorry. I forgot that you have no... that didn't happen. Forget it. Kein was. I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. I say we spend this money on treating you to a fine meal. If we travel north, we'll reach the Wangshu Inn. I hear the food there is really good, so let's go try it out. No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Did she say she was treating us? Is Paimon hearing things? Da müssen wir hin. Das wolltest du doch sagen, oder? Let's go after her for good food. Ja, über 500 Erfahrung für eine kleine Quest. Sehr schön. Dahin. Gasthaus Wangshu. Let's go. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Dialoge unterwegs geskippt oder sowas. An den Tisch setzen. Ich außen runterspringen sollen eigentlich? Naja. Da unten. Oh, ich habe keine. Okay. Einmal wiederbeleben, bitte. Einmal heilen.
Ärgerlich. Oh, ich habe eine Kiste hier noch nicht. Das ist so eine wiederkehrende Kiste. Aber immerhin. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass ich keine Ausdauer mehr hatte. Die arme Baidu. Ich glaube, die ist häufiger gestorben als jeder andere Charakter. Einfach, weil sie auch der Tank ist halt so ein bisschen. Ja. Und weil ich halt auch andauernd mit ihr spiele. Jungfaxi. Hi. Was? Was trägst du für Kleidung? Das hat mir der junge Herr aufgetragen, was? Aus Mädchenkleidung vom Mondstadt. Na. Hm? Oh. Aber da es so gern hätte, tue ich ihm natürlich den Gefallen. Und sie wird angestarrt. Ja, es passt auch nicht so richtig hierher, ne? Na gut. Okay. Since it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Of course. Oh ja. I am a most generous master after all. But only if you can finish it all. Wasting food simply will not do. Hm? Excuse me, what would you like to order? Garnelen, Seeohren. Seeohren war hier irgendein Fisch, oder? Nee, vegetarisch. Ich glaube nämlich die Garnelenhäppchen. Tofu mit Krebsrogen klingt irgendwie nicht so lecker. Vegetarische Seeohren, weiß ich nicht mal, was das ist. Klingt auch nicht so gut. Suppe mit Bambus und Fleischanlagen klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Eins oder vier? Suppe oder Garnelenhäppchen? Nee, wir. Ich hab keine Ahnung. Wir nehmen die Garnelen. These are made using large succulent shrimp wrapped in crispy fried potatoes. They have an amazing texture. Mit Kartoffeln frittiert. Aha. Ja, kann ich, was? Kann ich die nicht nehmen oder was? Suppe mit Bambus. This is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat and ham are cooked together, creating a richly flavored soup. Pour a few spoonfuls into each bowl of rice you eat. You'll never get enough of it. Das klingt sehr, sehr gut. Warum muss ich die anderen Sachen noch auswählen? It's exactly what it says on the label. Abalone made from vegetarian ingredients. Abalone. It's just as good as the real thing. Und Tofu? Though tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. It's one of our specialties. Ich will nicht alles. Ich will mich nicht so vollfressen. Zwei dieser Portionen würden vollkommen reichen. Eine wahrscheinlich auch schon. Naja, gut. Wer weiß, wie viel Paimon essen will. All of them. We only have three. No, two and a half people. Isn't that too much food? That's not how you count it. Besides, Paimon hasn't even ordered yet. Squirrelfish. Julia Chili Chicken and Julia Soup, please. Julia Chin Chicken. Sure. And is there anything else you'd like to order, ma'am? I'd just like to ask, how much do the current dishes cost in total? Around 20,000 mora. Oh. I'll just have some vegetarian noodles, please. Oh. Köstlichkeiten werden aufgetischt. Paimon und du, ihr haut rein und. Paimon's been thinking about something since we started eating. Ja, ihr seid ja wirklich Blitzmerker. Warum hat sie nur eine Suppe Nudeln bestellt? Is it? Because she actually doesn't have money? Ja, I heard that. Ja. I said I was treating. How could I be rattled by something as mundane as Mora? An astrologist's mind is set on studying the stars. Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment. Especially the act of overly gratifying oneself using Mora. It is both vulgar...
and dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride? Paimon doesn't get it. But it feels kind of bad that only we got to feast. Mal sehen, was ich da tun kann. Wieso? Oh, yes, we can do that. Just give us a minute. Kochen wir jetzt noch was, oder was? You don't use more to fulfill your desires. So it's fine as long as you're not buying anything, right? Let's go borrow the kitchen from the innkeeper. Luck is not my side. Peak season. Können, da ist doch noch Essen. Als wenn wir das jetzt alle zu, das alles zu zweit nur essen. Ach komm, wir essen doch nicht für 20.000 Mora. Dafür kann ich so viele Charaktere upgraden. Für 20.000 Mora. Hm. Ah, fahrst du gerade da. Perfekt. Wir essen doch nicht für so viel Geld hier jetzt irgendwie so ein paar Gerichte da. Ich glaube, wenn ich die Gerichte kaufe, ist das sogar billiger. Auf der Ebene. Da unten drin, glaube ich, ne? Also hier unter mir jetzt. Hi. Hello. How may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. Meine Freundin hätte gern ein von mir persönlich zubereitetes Gericht. Ah, I see. In that case, sure. As long as you've prepared your own ingredients, feel free to use the kitchen. Cool. If I may add one more thing. You must be quite well versed in the art of cooking, yes? Natürlich, bei mir wird alles lecker. Talented indeed. Actually, I have a small suggestion to make. Oh, hast du etwa ein Rezept für mich? From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue-style cuisine? Ah, Schreibfehler. Hier. Ja. Hm? I have a recipe for golden crab with me. It's a Liyue cuisine classic. It's crab meat that's been rolled in flour, deep fried, and then pan fried together with ginger and garlic. When you finally plate up, the crab seems to be lying on gold. Es, ja, das klingt wie das, was wir vorhin essen wollten. Ingwer und Knoblauch gebratener Krebs. Hm. Aber vorhin waren es Langusten, oder? Also nicht Krebs, sondern Garnelen, ne? Ja, genau. Golden Crab. Nee, das machen wir. Das klingt ein wenig kompliziert. Egal, wir machen es. Golden Crab! Golden Crab! Okay. Ja, ich hab's verstanden. Goldkrebs. Then let's get to it. With your skills in the kitchen, this will be a cinch. Let me guess where you're from. Hm, was? Normal oder lecker? Hab ich denn noch Krebse? Erstmal lernen, ne? Ja. Verteidigung ist das. Gehen mir. Da? Nee, wo ist es? Goldkrebs. Mir fehlen Krebse. Na gut, aber ich muss es ja nicht hier machen, ne? Okay. Mir fehlen nur zwei Krebse. Hätte ich vorhin mal noch sammeln sollen, ey. Was habe ich da noch offen? So, Moment. Gut. Krebse, hä? Sind hier welche? Und ich weiß, an dem Strand, da bei Mondstadt, sind welche. Jetzt reise ich kurz dahin, mach das da eben. Da waren sogar relativ viele, eigentlich. Ja, dann gehe ich dahin. Weil ich weiß, dass ich da welche kriege. Hier, von hier aus. Oh, nein, oh, Steam Labs. Dankeschön. Okay. Krebse? Hier nicht, schon mal. Ich glaube, man muss auch ein bisschen dichter gehen, damit die hier auch zu sehen sind, wenn. Was wohl weiter in die Richtung. Sind hier auf jeden Fall am Strand, das weiß ich.
Da ist einer. Oh ja. Zwei. Oh, jetzt haben wir schon vier gefunden, glaube ich. Oh, es greift an. Oh. Er ist tot. Du musst leider sterben. Na, noch mehr hier direkt. So, können wir jetzt erstmal. Ist hier eine Feuerstelle? Hier ist eine Feuerstelle, perfekt. Goldkrebs. Noel hat eine höhere Chance. Also hat eine Chance auf mehr Essen. Ne, schade. Aber einer reicht ja, ne? Gut. Irgendwie muss ich das noch hinkriegen, dass Bennett mehr Leben hat. Vielleicht sollte ich... Ja, es kostet ja ein bisschen was, ne? Aber vielleicht sollte ich bei ihm nochmal schauen, dass ich seine Artefakte upgrade. Ich denn noch aufgegradete Artefakte, die momentan keiner benutzt? Sieht nicht so aus. Was ist das hier? Ja, das... Achso, Kryoschaden. Na gut. Nee, tatsächlich habe ich sowas nicht. Na gut. Ich habe doch weniger Sachen upgradet, als ich dachte. Ich meine, ich könnte ihm das Ding hier geben, ne? Ist besser? Schon. Mit Verteidigung Lebenspunkte prozentual. Ja, dann kriegt er jetzt erstmal das. Das ist ja eh frei quasi. Warum hat er den Set-Bonus nicht mehr? Was ist davon nicht verbrannter? Das hier, ne? Berserkerfeder. Was ist hier verbannter? Verbannter? Das hier? Gelehrter? Verbannter, bitte. Das da. Die Federn sehen ja doof aus. Was hatte er vorher an? Das hat er vorher an. Ja, das ist, glaube ich, schon besser, als wenn ich jetzt hier die Blüte ändere. Ja, okay. Wechseln. Bleibt's dabei. Na gut. Okay, weiter geht's. Off we go. Achso, ja, warum laufe ich eigentlich? Mona! Schätzelein, ich habe was für dich. Kann mich überhaupt noch erkennen? Ja, man kann mich leider zu gut erkennen. Ich kann ja mal hier Licht anmachen. Das sieht jetzt komisch aus. Und dann nachher nochmal eine Falte glatt streichen. Ja. Ja, das mit dem Greenscreen ist noch nicht optimal. Aber... Das wird's noch. Ich habe tatsächlich schon ein Licht bestellt, mit dem das dann nachher alles hoffentlich werde ich dann von vorne angestrahlt und der Screen hinter mir auch. Dann sollte das gleichmäßig hinten das Grün sein und dann sollte das alles das klappen. Muss ich leider auf die Lampe dazu greifen, die dann da noch so ein weißes Leuchten macht. Das ist auch nicht geil. Mache ich das jetzt hier live nochmal? So. Ah, sieht komisch aus. Na gut. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. Nicht? I am a little hungry. But it's not a big deal. Die Falte da nicht.
Okay. Was, wir haben... Wir haben noch mehr davon? Ach so, ich hatte doch... okay, ich gebe immer normales. This aroma is... was? Etwas, das du deinen Nudeln passt. Zu deinen Nudeln passt. Verdammte Axt. Das haben wir extra für dich zubereitet. Wow, it's incredible. Fine, since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. Mm. This golden crab is too delicious. I have never eaten anything this good in my life. I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this mora on. Ah, it's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. If we travel north from here, we should reach the Stone Gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. What deep mysteries shall we acquire knowledge of? I'm looking forward to it. Was? Sollten wir nicht, warte mal, sollten wir nicht nach Liyue gehen, um da irgendeine Kiste abzuholen? Oder mit dem Konkurrenten zu treffen oder was, was auch immer halt? Wann gehen wir denn jetzt nach Mondstadt? Hm. Ja gut, gehen wir zum Steintor. Let's go. Habe ich eigentlich noch... Upp. That was tiring, but we're finally in Mondstadt. Yep. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. I'm not tired. That's because you float. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Ich fühle mich schon ein wenig erschöpft. Let's go then. We can make conversation along the way. The more the merrier. There's no need. Now, shoo, get out of our way. Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your deal? What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? With insults? Genau, da steht doch Händler unter seinem Namen. Don't. Crazy girl. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihr was tut. Meiner Schülerin. Fred, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists. Well then, this is a good time to show you what your master can do. Na endlich. Another test subject. Moment. Ich guck mir erstmal kurz ihre Fähigkeiten an.
Mhm. Ihr Auto ist ja schon sexy auf jeden Fall. Mhm. Talente. Angriff. Heftiger Schlag. Flächenschaden. Hydro, ja. Wow, das ist ziemlich schwach. Wow, das ist ziemlich schwach. Trugbilder im Wasser. Macht Trugbilder? Erschafft einen aus vielen Wassertropfen ein Trugbild des Schicksals. Verspottet Gegner. Führt Gegner in der Nähe Hydro. Aha. Und macht dann am Ablauf nochmal Hydro-Schaden. Cool. Gedrückt halten. Nutzt die Kraft des fließenden Wassers, um schnell zurückzuweichen und ein Trugbild zu erschaffen. Hm. Achso, dann geht sich zurück. Ansonsten macht sie da nach vorne eins. Verbraucht Ausdauer und bewegt sich so schnell wie ein reißender Strom. Wow, sie kann auch Wassersachen machen? Mhm. Ja, es ist der Ult. Der Ult wird besser mit Ausdauer? Interessant. Ich habe 240 Ausdauer, ne? Es bleibt schon mal über 10 Sekunden aktiv auf jeden Fall. Gut. Die Anwesenheit von Gegnern wird ein irreführendes Trugbild automatisch erschaffen. Interessant. War nicht schlecht. Hey, die hätte ich gern. Allgemein. Dann kämpfen wir mal eine Runde. Oh, das ist guter Schaden. Sollte ich nicht ein Trugbild erschaffen? Ach nee, eh. Das ist... Cool. Das ist ja geil. Ja, ausweichen ist cool. Oh Mann. Na los, ich will meinen Ult nochmal benutzen. Jetzt. Oh, das ist noch was ganz anderes. Oh, dagegen hätte ich jetzt einen Ult benutzen können. Ist sie immun, während sie hier so macht? Ja, Angriffe sehen cool aus, auf jeden Fall. Jetzt ist sie weg. Ach, schade. What did you think? Did that satisfy your expectations? Dein Kampfstil ist beeindruckend, genau. Genau das sage ich. Such things are elementary for an astrologist. Lies are worthless before astrology. Destiny and truth are written in the stars. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Teyvat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Ich hege keinerlei Hoffnung. Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. Yeah. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Yeah, 600 irgendwas Erfahrung. Ach, ich im Mondstadt. Bin ich nur einen Klick von entfernt? Oder zwei? Muss ja noch auf Teleportieren klicken, zusätzlich. Ach ja, Mondstadt ist so eine schöne Stadt. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor.
Du weißt schon, dass ich nichts vorhersehen kann. I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. Genau. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Allow me to demonstrate. Watch closely now. From the present station and movement of the stars... I see. So that successor is a young, female, Knight of Favonius. Doesn't that sound like Lisa? We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. Ich konnte doch gar nichts sehen. It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Lisa? Wow, it's you, Miss Honorary Knight. Ah, Clay. Come on, too, you're back. Oh, man. That's her. The successor to great knowledge. Du meinst Clay? Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. Deswegen habe ich doch gesagt, du musst dich geirrt haben. But my predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, isn't it? That's right. Oh, so your mommy's friend. Aww. But she's gone very far away. My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it. Mommy only taught me to make jumpy dumpties. Jumpy dumpties. So Clee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Bombenbauen zum Beispiel. Well, Clee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. There can be no contest like this. Ah, yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Das wird doch nicht wieder eine Bombe sein, oder? Wait for me. I'll be right back. Clee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? Wie ein Hund. I'll help her pack these things back in. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. Na gut. That box is really important to me. If anything were to happen to it, I wouldn't be able to report back to that old crone. Na gut. Ich find's komisch, dass wir nach Liyue mussten für Mona. Weil sie kommt doch aus Mondstadt. Und Klee auch. Also, nee, ja, komisch. Na, ihre Sterne haben ihr gesagt, sie muss hier jemanden treffen, ne? Wer weiß. 300 Meter da hinten. Okay. Das sind Monster. Den Blumen muss ich auch noch welche einsammeln, um den Charakter später weiter zu leveln. We're here. This is it. Let's dig it up. Das müssen Dendrok. Was? Wir haben noch gar nichts gemacht. Wir buddeln doch nur den Schatz aus.
Ja, wir möchten etwas ausbuddeln. It can't be. I put a sign here. There's no mistake. Ah, Tendro's lines. Tja, wer hätte das geahnt? We can talk later. Let's take them out first. Back at ya. Get out of here. Out of the way. I'm going in. Oz, reveal thyself. Haben wir alle? Ja. Found it. It's this box. Wäre beinahe abgefackelt. Glad it wasn't damaged in the explosions. Ja, genau. Retrieval complete. Let's bring it back. Wie lange die Quest noch geht. Ich wette, die ist gleich zu Ende. Die Legendenquests sind ja alle nicht so lang. Das längste, was wir hatten, war eine Stunde, sechs Minuten oder sowas. Aber das war irgendwie mit einem Dungeon und das wäre bestimmt noch schneller gegangen. Nebenquest? Neuer Auftrag? Was? Warum jetzt? Ah. Hi. Hallo, Dr. Livingston. Ja. Dr. Edith bringen, ja. Das ist Zeitbegrenzung? Ja, wo ist das? Bin ich mir. Na gut, komm. Machen wir eben. Dinger tauchen ja nicht. Also, diese komischen Quests hier tauchen ja ab und zu mal auf. Einfach nur so. Hier, ich habe was für dich. Mora, Freundschafts-EP. Naja, das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Quest? By Royal Decree. Okay. Adventure time. Na los. So, Mona. Na, wie sieht's aus? You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. Nothing of note in it at all. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but... Aber? Never mind that. So, did you find the box? We did. It's in perfect shape. That's wonderful. Wait a moment. Why isn't it locked? And why is it empty? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box?
You should have said so. You haven't broken it, have you? Was ist es? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. Was? What? This. So this book, this diary, is that hag's... It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Oh. Am I in trouble? Nee, du nicht. It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Oh, Klee kann doch nichts dafür. Well, if you don't say anything, your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. Oh. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. How did it come to this? That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's... too difficult. And even if I wanted to stay in Mondstadt, it would be... Teuer? Yes. I mean, no. You really have no way with words. Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll have to... I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old Krone's reached the end of her days, I'll be free. hältst du das für eine endgültige Lösung? But what will I do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to stay. About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. Let's see if she can help. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... You know what I mean, don't you? Mora, genau. Ganz recht. Oh, thanks. I... Never mind, it's nothing. Okay. Der Junge ist hier weg. Ne, da ist er. Oh, der ist immer noch da. Okay. Der Junge, der die Tauben so mag. Hat hier noch irgendwas zum Schmieden hingeschickt? Ne? Das können wir kurz abholen. Ja. Gib mal her. Yep. Upgrade-Material für Waffen. Immer her damit. Yep. Danke. So. Ad Astra Abyssa. Monas Geschichte und ihre missliche Lage. I understand the situation. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. Ich weiß, glaube ich, sogar welches. Das ist so ein Haus hier, schräg rechts hinter dem Haus hier, der Abenteurergilde. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. Das schafft sie bestimmt. All right. Then allow me to tell you where the house is. Da ist so ein Wassersiegel auch drauf, ne? Das ist hier so. Da lang und dann rechts. Nee, oder? Ist das was anderes? Da, das da, genau. Ach, das ist für sie interessant. The person who placed this seal is by no means simple. Breaking this seal by force is nigh on impossible. Interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Let me see. I see. So, if you first, and then you... Du brauchst doch nur Wassermagie dafür, oder? Ja. Mhm. All right. It's open. Holy moly, that's amazing! Now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks.
you are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back, and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. I would be glad to have someone make use of them. Okay. To express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Sei mal nicht so. Yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... Ja, das ist immer noch die beste Wahl. Hab dich mal nicht so. Kriegst hier schon so zu Dunking-Preisen hier Miete und so. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du kannst dir so leicht Geld machen, indem du einfach mal ein paar Aufträge machst für die Abenteuergilde oder, keine Ahnung, Astrologie oder was auch immer. I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Genau. Great. Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Dann wünsche ich dir viel Glück. Yes. I don't really know what to do, but I'll do my best. I wish you both safe travels. As for me, I need to think of the future as well. Okay. Ist damit ihre Quest abgeschlossen? How is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. Ja. Yeah, und damit ist das abgeschlossen. Yippie.